Hallo und herzlich willkommen bei der 12. Folge unseres AHK-Podcasts. Heute zu einem besonders speziellen Thema, und zwar das Ständige Schiedsgericht der deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer. Für das heutige Podcast haben wir Herrn Professor Dr. Köhler, Präsident des Schiedsgerichts bei der AHK Rumänien, zum Gespräch eingeladen. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, Herr Köhler. Sehr, sehr gerne. Ebenfalls ist Herr Sebastian Metz heute eingeladen. Hallo, Herr Metz, Hallo, Frau Lupo. Geschäftsführer der AHK Rumänien. Hallo, Frau Lupo. Mein Name ist Alexandra Lupu, Sekretär des AHK Schiedsgerichts, und ich freue mich, heute zusammen mit Ihnen diesen Podcast zu besprechen. Ja, damit können wir schon starten. Herr Metz, Sie sind schon fast seit Anfang des Schiedsgerichts. Sie haben den Schiedsgericht bei der AHK Rumänien begleitet, sozusagen. Wie und wann ist das Schiedsgericht der AHK Rumänien gegründet worden? Ja, also zunächst einmal möchte ich Herrn Professor Köhler ganz recht herzlich danken, dass er heute zur Verfügung steht für unseren ersten Podcast zum Thema Schiedsgerichtsbarkeit. Ein ganz spannendes Thema, was vielleicht am Anfang so ein bisschen trocken sich anhören mag, aber da steckt ganz viel Fantasie, Philosophie und ja, ein ganz viel spannende Inhalte drin. Wir haben angefangen, ja, im Jahr 2010. Professor Köhler war eigentlich von Anfang an auch, sage ich mal, der Schirmherr, Begleiter und Unterstützer des Ganzen. 2010, mein Vorgänger, der Geschäftsführer Herr Walde, hatte die Signale aus der Geschäftscommunity, aus der Geschäftswelt empfangen und sich darüber Gedanken gemacht, wie kann man eigentlich die Ja, ich sag mal, die bilateralen Geschäfte noch ein bisschen rechtsmäßig, noch ein bisschen ja, sicherer machen, innovativer von Rechtsthemen her begleiten. Ja, und weil einerseits natürlich die Rechtsprechung hier in Rumänien und gerade so im internationalen Wirtschaftsverkehr so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht immer up to date war. Und der große Wunsch der Wirtschaftscommunity hier, der bilateralen Community, war dann halt einfach, dass wir das Instrument der Schiedsgerichtsbarkeit hier auch in diesem bilateralen Kontext aufbauen sollen. Und von der Idee bis zur Realisierung war es dann gar nicht mehr so weit. Es gibt ja verschiedene andere AHKs, die auf Interesse und auf Rückmeldung der Wirtschaft Schiedsgerichte, eigene Schiedsgerichte aufgebaut haben. Und so begann dann halt auch der Aufbau des AHK-Schiedsgerichts oder der Schiedsgerichts bei der AHK Rumänien. Und von Anfang an war der Herr Köhler dabei. Und insofern haben wir dann das Schiedsgericht hier aufbauen können. Und seitdem sind wir eigentlich dabei und versuchen, nicht nur unser Schiedsgericht, sondern überhaupt das Thema Schiedsgerichtsbarkeit im bilateralen Kontext zu promoten. Ja, vielen Dank. Herr Dr. Köhler, als Gründungspartner bei Meister Rechtsanwälte in München sind Sie sowohl als Rechtsanwalt als auch als Schiedsrichter mit einer langjährigen Erfahrung im internationalen Schiedsverfahren betraut. Glauben Sie, dass die Unternehmen noch zurückhaltend vor der Verwendung der Schiedsklauseln in den Verträgen sind? Was würden Sie einem Unternehmensleiter sagen, wenn er nicht sicher wäre, dass Schiedsgerichtsbarkeit die richtige Alternative zum staatlichen Gerichtsverfahren ist? Vielen Dank, Frau Lupo. Nun, es ist natürlich so, dass manche Unternehmen noch nicht bereit sind, Schiedsgerichtsklauseln in ihre Verträge aufzunehmen und damit sich für die Schiedsgerichtsbarkeit zu entscheiden. Ich glaube, das liegt oftmals an einer gewissen Unerfahrenheit, an der Unkenntnis der unbeschreiblichen Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit. Ich halte ja den einen oder anderen Vortrag in dem Bereich und ich spreche immer über die Schönheit der Schiedsgerichtsbarkeit. Und die Schönheit der Schiedsgerichtsbarkeit kommt in einigen ganz deutlichen Eigenschaften zutage. Ein
unglaublicher Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit. Wir werden gleich nachher nochmal darauf in anderem Zusammenhang nämlich ankommen, ist die Vertraulichkeit. Ein Schiedsgerichtsverfahren ist nicht öffentlich. Und in jedem Streit sollten die Parteien, wenn um etwas gestritten wird, was die Öffentlichkeit nicht erfahren soll, was Konkurrenten nicht erfahren sollen, definitiv eine Schiedsgerichtsklausel vereinbaren. Ich gebe nur ein Beispiel, Know-how, Lizenzvereinbarungen. Know-how ist nur so lange etwas wert, wie es geheim gehalten wird. Wenn Know-how öffentlich wird, dann kann jeder es verwenden und in einem Schiedsgerichtsverfahren kann das Know-how geheim gehalten werden. Ein weiterer Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit, und das würde ich auch jedem Unternehmer mitteilen, ist die Schnelligkeit des Schiedsgerichtsverfahrens. Grundsätzlich gibt es kein Rechtsmittel gegen einen Abschluss eines Schiedsgerichtsverfahrens, entweder durch einen Schiedsspruch oder durch einen Vergleich mit einem vereinbarten Inhalt. Und das unterscheidet die Schiedsgerichtsbarkeit in ganz erheblichem Maße von Verfahren bei den staatlichen Gerichten. Dort ist es nämlich so, dass jeder, der das Urteil gerne anfechten möchte, die Möglichkeit hat, eine Berufung gegen das Urteil einzulegen und in vielen Fällen sogar noch eine Revision. Und diese Rechtsstreite dauern über viele Jahre hinweg. In Deutschland ist es beispielsweise so, und ich nehme an, in Rumänien ist es auch nicht anders aufgrund der aktuellen Situation, dass Rechtsstreite bis zum Bundesgerichtshof 7 Jahre und mehr dauern. Und Sie müssen sich vorstellen, dass die Parteien jeder vernünftige Unternehmer disponieren möchte. Das heißt, er möchte wissen, ob er Recht hat oder ob er Unrecht hat. Und selbst Unrecht zu haben und das bestätigt zu bekommen, eröffnet jedem die Möglichkeit, sich darauf einzustellen. Und Hängepartien sind immer sehr unglücklich. Darüber hinaus haben Schiedsgerichtsverfahren natürlich auch den Vorteil, dass die Kompetenz des Gerichts dadurch sichergestellt werden kann, dass die Parteien die Schiedsrichter auswählen. Ich kann also zum Beispiel technische Kompetenz, wirtschaftliche Kompetenz mit in das entscheidende Gericht integrieren und das führt dann zu sachgemäßen Entscheidungen. Ein ebenfalls signifikanter Vorteil eines Schiedsgerichtsverfahrens ist, dass ein Schiedsgerichtsverfahren letztlich eine Dienstleistung darstellt. Anders als vor staatlichen Gerichten, wo immer noch dieses Über-Unterordnungsverhältnis im Vordergrund steht, bemüht sich ein Schiedsgericht darum, zu terminieren, wenn die Parteien Zeit haben, den Sachverhalt so ordentlich zu erforschen, dass die Entscheidung auch die Interessenlage der Parteien widerspiegelt. Es wird also oftmals nicht über nur den streitigen Gesichtspunkt entschieden, sondern es werden Gesamtlösungen gefunden, die natürlich dann es erlauben, dass die Parteien wieder ordentlich zusammenarbeiten oder auch ordentlich auseinandergehen. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die Kosten. Natürlich ist es so, dass ein Schiedsgerichtsverfahren oftmals in einer Instanz etwas teurer ist als ein Verfahren vor den staatlichen Gerichten. Aber wenn wir uns überlegen, dass die staatlichen Gerichte eben die Berufung und die Revision zulassen, dann sind in der Regel die staatlichen Gerichte deutlich teurer als die Schiedsgerichte. Das sind nur einige Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit. Ich will noch einen weiteren nennen, der auch natürlich ein bisschen auf die Dienstleistungsmentalität von Schiedsgerichten geht oder von der Schiedsgerichtsbarkeit allgemein. Das ist die freie Wahl der Sprache vor einem staatlichen Gericht. Wenn ich nur unter ganz eingeschränkten Voraussetzungen, in Hamburg gibt es zum Beispiel eine Kammer, die Verfahren in englischer Sprache durchführt, in der Lage, in der Sprache der Parteien zu verhandeln. Stellen sich zwei französische Unternehmen vor, die in Rumänien einen Rechtsstreit führen.
Ich glaube, es ist viel, viel angenehmer für diese Unternehmen, eine Schiedsklausel zu vereinbaren und den Streit auf Französisch auszufechten. Der Ort ist frei wählbar. Ich bin nicht gezwungen, in irgendeinen schwer erreichbaren Winkel des Landes zu fahren, sondern ich kann dort verhandeln, wo ich das möchte. Also die Parteien bestimmen letztlich darüber, was geschieht und können dann sehr ordentliche ihren Interessen entsprechende Regelungen diesbezüglich treffen. Ich glaube, das sind schlagende Vorteile und jeder Unternehmer, der diese Vorteile berücksichtigt, der sollte durchaus daran denken, die Schiedsgerichtsbarkeit in Erwägung zu ziehen und eine Schiedsklausel für den Fall eines Streites vereinbaren. Ja, auf jeden Fall. Also was ich jetzt mitgenommen habe, ist, es ist schneller in meisten Fällen, es ist vertraulich, man kann einfacher die Geschäftsbeziehungen bewahren, es ist vielleicht risikoärmer für Unternehmen, weil durch die Vertraulichkeit dann auch indirekte Risiken wie Reputation Sachen vermieden werden können, technische Expertise, die man sich aussuchen kann bei den Schiedsrichtern. Und sind die Titel auch im Ausland vollstreckbar? Das ist ein interessanter Punkt. Ich hatte es gerade nicht erwähnt. Die Schiedsgerichtsbarkeit hat den Vorteil, dass Schiedsprüche in ca. 160 Ländern vollstreckbar sind. Es gibt ein New Yorker Übereinkommen und nach diesem New Yorker Übereinkommen verpflichten sich eben ca. 160 Länder dazu, Schiedsprüche zu vollstrecken, die in einem anderen Land gesprochen wurden. Das ist ein unglaublicher Vorteil. Ich will nur folgendes Beispiel geben. Das Urteil eines staatlichen Gerichtes in Deutschland ist nicht in der Russischen Föderation vollstreckbar. Das heißt, wer hier den Fehler macht, vor einem staatlichen Gericht zu klagen und das Gericht spricht ihm etwas zu, der hat nichts von dem Urteil, wenn es darum geht, in der Russischen Föderation den Schuldner in Anspruch zu nehmen. Anders bei einem Schiedsspruch. Auch die Russische Föderation ist Mitglied des New Yorker Übereinkommens. Das sind ja auch vor allem dann so die Vorteile, also ein wesentlicher Vorteil, warum das gerade so im internationalen Geschäftsverkehr dann halt auch so eingesetzt wird, nicht wahr? Also die sehr pragmatische, praktikable Möglichkeiten. Ne, vollkommen richtig. Das ist die Vollstreckung eines Schiedsspruchs ist ein wesentlicher Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang. Der zweite wesentliche Gesichtspunkt ist, ich kann, das gilt allerdings auch, wenn ich vor einem staatlichen Gericht klage, ich kann das Recht, nach dem sich der Rechtsstreit richtet, nachdem er entschieden wird, in Vertragsangelegenheiten bestimmen. Das heißt, zwei rumänische Unternehmen könnten theoretisch auch sich darauf einigen, das französische Recht zu bestimmen. Nun, wann würden sie das tun, wenn es zum Beispiel beides Töchter von französischen Müttern sind, also Tochterunternehmen von französischen Mutterunternehmen. So, und jetzt haben die französisches Recht vereinbart. Und wir überlegen uns, was passiert, wenn sie vor einem rumänischen Gericht diesen Rechtsstreit ausfechten. Das rumänische Gericht soll dann französisches Recht anwenden. Das ist zwar theoretisch möglich, dass das auch funktioniert, aber oftmals wird ein rumänischer Richter oder auch ein deutscher Richter, der ausländisches Recht anzuwenden hat, nicht unbedingt in der Lage sein, das sachgerecht zu tun. Er wird dann ein Gutachten dazu veranlassen. Was passiert, wenn ich ein Schiedsgericht vereinbart habe? Ganz einfach, ich bestimme französische Juristen als Schiedsrichter und diese französischen Juristen wenden dann französisches Recht an. Also ich harmonisiere die Rechtswahl mit der Expertise der Schiedsrichter. In internationalen Angelegenheiten ein augenfälliger Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit. Okay. Herr Dr. Köhler, wie sieht zurzeit die Schiedsgerichtswelt aus? Das ist eine interessante Frage. Ich will versuchen, sie nicht so global zu beantworten, dass ich also die ganze Welt versuche, in der Antwort abzudecken.
aber ein paar Gesichtspunkte herausgreifen. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen gegen die Schiedsgerichtsbarkeit. Und unglücklicherweise erlangen diese kritischen Stimmen eine Öffentlichkeitswirkung, die eigentlich nicht angezeigt ist. Sie kennen sicherlich das TTIP-Abkommen. Und das TTIP-Abkommen, also Treaty on Transatlantic Investment Partnership zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika, ist aus verschiedenen Gründen gescheitert. Aber einer der Gründe, ja, die in der Öffentlichkeit ganz besonders hervorgehoben wurden, war die Thematik Schiedsgerichtsbarkeit, so Investment Arbitration. Was war genau problematisch? Nun, die populistisch orientierten Politiker, ich werde jetzt keine Politiker nennen, aber es sind durchaus bekannte Politiker auch in der Bundesrepublik Deutschland gewesen, haben wie folgt argumentiert: Ja, es könnte ja sein, dass ein Schiedsgericht in nicht rechtsstaatlicher Weise eine Entscheidung trifft gegen den Staat, der in so einem Schiedsgerichtsverfahren beteiligt ist. Also diese Investment-Schiedsgerichtsbarkeit beruht eigentlich darauf, dass ein Unternehmen sich durch staatliche Maßnahmen benachteiligt sieht und dann nicht vor einem ordentlichen Gericht lag, sondern eben im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit die Rechte verfolgt. Nun, rechtsstaatliches Thema? Nein, sicherlich nicht, denn jede Schiedsgerichtsbarkeit geht aus vom Parlament eines Staates. Das Parlament verleiht der Schiedsgerichtsbarkeit eine quasi staatliche Hoheit. Insofern sehe ich hier kein rechtsstaatliches Problem. Und dass ein privates Schiedsgericht darüber entscheidet, ob ein Staat rechtswidrig gehandelt hat, ist sicherlich nicht problematisch. Ein anderer Gesichtspunkt war hier auch die Nichtöffentlichkeit von Verhandlungen von Schiedsgerichten. Das ist auch ein sehr bemerkenswerter Einwand gegen die Schiedsgerichtsbarkeit gewesen. Denn es wurde dann ausgeführt, es wurde dann in Hinterzimmern von Juristen Lösungen gefunden, die ja in irgendeiner Weise verwerflich wären. Aus meiner Sicht auch vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Und warum? Die Vertraulichkeit ist ja gerade der Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit. Und wenn die Parteien das öffentlich machen wollen, was da passiert in der Schiedsgerichtsbarkeit, dann können sie das natürlich tun, selbstverständlich. Ja, wenn sie sich darauf einigen, ja, ein Verfahren öffentlich durchzuführen, dann können sie das auch im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit. Ich habe so eher das Gefühl, dass ein gewisses Misstrauen, ja, von Politikern gegen andere Politiker existierte und dass das diese Hinterzimmermentalität beschrieb. Also TTIP ist sicherlich ein Punkt gewesen, wo auch dann private Schiedsgerichtsbarkeit ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auf der anderen Seite gibt es sehr positive Tendenzen im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit, also zum Beispiel die Novelle von Schiedsgerichtsordnung. Es gibt eine, das ist ebenfalls ein Schiedsgericht, wie auch das Schiedsgericht der deutsch-polnischen deutsch-rumänischen Industrie- und Handelskammer. Die deutsch-polnische Industrie- und Handelskammer hat auch ein Schiedsgericht. Die deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit, die vor kurzem ihre Schiedsordnung novelliert hat. Und das hat sie sehr erfolgreich gemacht. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das ist ein bisschen zu technisch. Aber es wurde zum Beispiel Folgendes gemacht: eine Konferenz am Anfang des Schiedsgerichtsverfahrens findet statt und im Rahmen dieser Konferenz, das heißt also Schiedsrichter und Parteien, wird der Verfahrensablauf bestimmt und es wird so eine Vorabentscheidung hinsichtlich Sachverhaltsauffassung des Gerichts und Rechtsauffassung gegeben. Also die Parteien wissen relativ früh, woran sie sind. Ein aus meiner Sicht ganz erheblicher Vorteil der neuen Schiedsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit. Die Fristen wurden verkürzt, wiederum die Schnelligkeit des Schiedsgerichtsverfahrens soll nochmal verstärkt werden. Also eine ganz interessante Entwicklung und auch die Möglichkeit, dass mehrere Parteien an einem Verfahren teilnehmen. Man stellt sich zum Beispiel vor, ein Bauunternehmer, den Auftraggeber
des Bauunternehmers und ein Subunternehmer, dann ist es natürlich so, dass der Bauunternehmer möglicherweise dem Auftraggeber haftet, aber der Subunternehmer dem Bauunternehmer haftet. Ja, und in so einem etwas komplexeren Sachverhalt ist es natürlich besonders vorteilhaft, wenn dann auch Urteile, Schiedssprüche gleich gegen den Subunternehmer wirken. Das ist also sehr positiv, da geht es also voran und es tut sich etwas, was die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit noch verstärkt. Auch andere Schiedsordnungen werden natürlich immer pragmatisch novelliert. Ich will noch einen Punkt erwähnen, was auch in der Schiedsgerichtswelt eine Bedeutung hat, nämlich die berühmte Mediation. Zur Mediation vielleicht vorab ein Wort, was möglicherweise gar nicht notwendig ist. Mediation ist ein Streitschlichtungsverfahren ohne eine Entscheidungsbefugnis des Mediators. Anders als in der Schiedsgerichtsbarkeit, bei der ja am Ende der Schiedsspruch steht, der einem Urteil vergleichbar ist. Nun, warum sage ich, dass es gar nicht notwendig ist, das zu erklären? Weil die Mediation offensichtlich einem überwiegenden Teil der Gesamtbevölkerung bekannt ist. Es gibt Erhebungen darüber, Meinungsforschung, also jeder weiß, was Mediation ist. Nun, ist Mediation sinnvoll? Das will ich nicht in Abrede stellen. Findet Mediation praktisch häufig statt? Nein, die Zahl der Mediationsfälle, ja, ist nämlich verschwindend gering. In Deutschland gab es 2019 bei den Amtsgerichten insgesamt ca. 1 Million Rechtsstreitigkeiten und 2000 Fälle gingen in die Mediation. Warum verbinde ich hier das Verfahren vor einem ordentlichen Gericht, also Amtsgericht, mit der Mediation? Es gibt eine Mediationsrichtlinie der Europäischen Union und diese Mediationsrichtlinie wurde umgesetzt in Mediationsgesetze in den Mitgliedstaaten. Das heißt, Mediation ist als Möglichkeit der Streitschlichtung auch in diese ordentlichen Verfahren integriert worden. Die Parteien haben dann die Möglichkeit, die Mediation durchzuführen, 2000 auf 1 Million, oder sie nicht durchzuführen, der Rest. Also so eine richtig praktische Bedeutung hat die Mediation zumindest im Bereich dieser staatlichen Verfahren, ja, die dann eine Streitschlichtungsmöglichkeit im Rahmen der Mediation vorsehen, nicht. Aber das ist sicherlich auch etwas, was in der Schiedswelt zu beachten ist. Auch ein solches Verfahren, ja, was eben nicht mit einem bindenden Spruch eines Gerichts endet, sondern etwas weicher ist und vielleicht die Parteien so ein bisschen mehr an so eine Lösung hinführt, ohne sie gleich zu erschrecken, dass dann jemand ein Urteil sprechen kann. Mediation ist zusammen mit Schiedsgerichtsbarkeit eine Alternative zu Streitigkeiten lösen, diese sogenannten Alternative Dispute Resolution, ADR, oder? Ganz genau. Es gibt dann auch noch darüber hinaus die Möglichkeit, einem Experten bestimmte Fragen entscheiden zu lassen. Also ich könnte auch einen Gutachter, einen Techniker oder einen Ökonomen zu einer bestimmten Frage Stellung nehmen lassen. Oftmals findet man das in Unternehmenskaufverträgen, dass über Bewertungen dann eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu entscheiden hat. Ja. Und vollkommen richtig, das sind die Alternative Dispute Resolution, also die alternativen Streitbeilegungsmöglichkeiten. Ja, also wir können sehen, es scheint komplex zu sein, aber eigentlich ist es sehr anpassungsfähig zu dem Business Environment sozusagen für die Unternehmen. Ich würde das genauso beschreiben. Die Flexibilität eines Schiedsgerichtsverfahrens, die Flexibilität auch eines Mediationsverfahrens ist natürlich wirklich eine sehr interessante Alternative zu einem staatlichen Verfahren. Herr Metz, wie ist das? Verwenden viele
Unternehmen, die Mitglieder der deutsch-rumänischen Auslandshandelskammer sind, Schiedsgerichtsklauseln oder ist da noch ein Bedarf gegeben, entsprechend positiv auf diese Unternehmen einzuwirken? Ja, also der Bedarf ist auf jeden Fall gegeben. Darum wollen wir ja auch so ein bisschen diesen Podcast und vielleicht noch weitere Podcasts dazu auf die Beine stellen. Wie Sie schon gesagt haben, Herr Professor Köhler, diese Unkenntnis und diese, ja, ich sag mal, gedanklichen Automatismen. So, wenn ich einen Streit habe, habe ich ein Problem, dann gehe ich landlich vor Gericht. Das ist so, ich glaube, bei vielen Geschäftsführern, die, sorry, wenn ich so sage, dann vielleicht nicht so unbedingt sich mit neuen Themen auseinandersetzen wollen, die vielleicht nicht mal so über den Tellerrand hinausschauen wollen. Das ist so ein bisschen das Problem, ne, was wir, womit wir zu kämpfen haben. Also darum, dieser Podcast soll halt auch unserer Zuhörerschaft so ein bisschen dazu anspornen, sich mal mit diesem Thema kurz und knapp zu beschäftigen und entweder die Anwälte, die dann in der Umgebung des Unternehmens sich aufhalten, anzuweisen, sich mal darüber zu informieren und das mal zu erörtern, ob das nicht reinkommen soll in die Verträge. Denn eins ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das auch in diesem Podcast sagen. Klar, Sie können jederzeit Schiedsgerichtsverhandlungen starten mit der Streitpartei. Aber wenn man sich erstmal streitet, dann ist das schwierig, wieder einen gemeinsamen Nenner zu finden. Darum muss es von Anfang an, so ist unser Petitum, muss es von Anfang an in Form einer Schiedsklausel, eine Musterschiedsklausel finden Sie zum Beispiel bei uns auf der Homepage, muss es von Anfang an in den bilateralen, in den Vertrag halt rein, um dann nicht nur im, um dann halt im Streitfalle dann auch so ein Schiedsverfahren beginnen zu können. Und ja, es ist diese Unkenntnis, es ist dieses dieser gedankliche Automatismus, es ist so diese Strukturen, die dann sich auch irgendwie so eingelebt haben. Man übersieht komplett eigentlich die Wunder, also ein Streit ist ja nicht schön, ist ja nicht schön, aber wenn es denn zum Streit kommt, hat man doch so viele tolle Möglichkeiten, diesen schlank, effizient und professionell zu regeln. Wir wünschen keinen einen Streit, aber wenn wir denn schon mal da sind, dann sollten wir doch einfach eine möglichst effektive und effiziente Lösung zur Streitbeilegung finden. Und das ist nun mal die Schiedsgerichtsbarkeit. Also wir sind sozusagen als Kammer, haben wir auch die notwendige Reputation, die notwendige Business Community. Wir sind international aktiv, bilateral in unserem Fall. Aber wir adressieren natürlich auch mit unserem Schiedsgericht alle internationalen Unternehmen oder Unternehmen, die international tätig sind. Also wir sind zwar eine bilaterale Einrichtung, aber unsere Schiedsgerichtsordnung ist zum Beispiel auch auf Englisch, was unterstreicht, dass wir uns an die gesamte internationale Business Community hier in Rumänien wenden. Und also mein Aufruf ist es wirklich, sich ein bisschen mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, um einfach auch die Früchte, die Benefits von diesem Instrument dann auch generieren zu können. Genau, und wir stehen gerne zur Verfügung für mehrere Informationen über unser internationalen Schiedsgericht. Vielleicht noch als Abschlussfrage, Herr Professor Köhler, Sie sprachen vorher von Aktualisierung und Novellierung von Schiedsordnungen. Wir haben gesehen, dass die Anpassung an die Digitalisierung zu Corona-Zeiten unvermeidbar war. Aber die Unternehmen, die es geschafft haben, sich zu digitalisieren, sind auch effizienter geworden. Welche waren die Herausforderungen, aber auch die Vorteile für das sogenannte Lockdown? Die das Lockdown in der Schiedsgerichtsbarkeit gebracht hat? Nun, wenn Sie mir erlauben, eine Bemerkung vorauszuschicken, ich glaube,
Wir sollten vorsichtig sein, der Covid-19-Pandemie irgendetwas Positives abzugewinnen. Ja. Wenn ich mir jetzt aus rein rechtlicher Sicht ansehe, wie übermäßig die Grundrechtseinschränkungen stattfanden, auf der einen Seite also die verfassungsmäßigen Rechte beschränkt wurden, auf der anderen Seite, wie undifferenziert das oftmals und deshalb rechtswidrig geschah. Also schwierig. Das kann natürlich trotzdem, und so verstehe ich Ihre Frage, sein, dass die Covid-19-Pandemie bestimmte Prozesse befördert hat, ja, aus der Not der Stunde heraus. Und da ist es natürlich schon richtig, dass digitale Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften, dass die Möglichkeit, auch Verfahren vor den staatlichen Gerichten über Zoom oder Teams-Konferenzen zu führen, dass sie schon eine gewisse Modernisierung darstellen. Im Bereich des Aktienrechts, Hauptversammlungen, im Bereich von staatlichen Rechtsstreiten waren natürlich Änderungen von Gesetzen notwendig, um das zu tun. Denn die bisherigen herkömmlichen Regelungen sahen natürlich solche digitalen Möglichkeiten nicht vor. Im Bereich der Schiedsgerichtsbarkeit muss ich natürlich jede Schiedsordnung mal sehr sorgfältig dann ansehen darauf, und möglicherweise ergibt sich auch im Hinblick auf diesen Punkt. Wir sind gerade dabei, im Schiedsgericht der deutsch-rumänischen Auslandshandelskammer diese Frage zu überprüfen. Im Hinblick auf eine Schiedsordnung ein Novellierungsbedarf. Das ist richtig. Auf der anderen Seite war die Schiedsgerichtsbarkeit natürlich auch schon insoweit ein digitaler Vorreiter, denn die Parteien bestimmen grundsätzlich über das Verfahren, was eingehalten wird. Und wenn die Parteien bestimmte Dinge früher im Rahmen einer Telefonkonferenz behandelt wissen wollten, wenn sie früher Videokonferenzen abhielten, dann stand ihnen das auch frei. Wie gesagt, es kommt immer auf die jeweilige Schiedsordnung an, muss das noch etwas differenzierter betrachten. Aber grundsätzlich war über die Flexibilität, die Schiedsgerichtsverfahren ermöglichen, natürlich auch in diesem Bereich schon mehr denkbar und mehr zulässig als die Möglichkeiten, die etwas starreren staatlichen Regeln über Rechtsstreite vor staatlichen Gerichten ermöglichten. Also das als Antwort auf Ihre Frage, Schiedsgerichtsbarkeit als innovativer Vorreiter des Ganzen. Aber selbstverständlich ist es so, dass diese aus der Not der Stunde heraus geborene Erforderlichkeit, noch flexibler zu sein, auch eine Auswirkung auf gewisse Schiedsgerichtsverfahren hatte. Okay. Ja, also Herr Professor Köhler, Herr Metz, vielen Dank. Es waren sehr wertvolle Informationen und ein angenehmes Gespräch. Wir bedanken uns auch an die Zuhörer für das Zuhören. Wir hoffen, ein informatives Material geschafft zu haben. Und wenn wir Ihre Neugier geweckt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Lupo. Vielen Dank. Bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ja.